Uralte Meeresräuber greifen eine Insel mitten im Ozean an. Schau dir den Film Meg 2, Die Tiefe an, um zu lernen, wie du nicht zur Mahlzeit für diese riesigen Monster wirst. Vor vielen Millionen Jahren kämpften uralte Echsen miteinander um das Recht, auf diesem Planeten zu leben. Die Großen verschlangen die Kleinen. Die riesigen Megalodons standen zufällig an der Spitze der Nahrungskette. Zurück in unsere Zeit. Ein berühmter Naturschützer, Jonas Taylor, schleicht sich heimlich auf ein riesiges Frachtschiff und sieht, wie die Schiffsbesatzung Fässer mit Giftmüll ins Meer kippt. Der Mann macht mehrere Fotos. Er betritt eine Kabine und macht Fotos von den Einträgen im Logbuch. Ein Matrose betritt die Kabine und Taylor schlägt ihn sofort K.O. Andere Matrosen kommen hinzu und unser Held kämpft weiter. Er versucht, vom Schiff zu fliehen und kämpft heldenhaft mit einer ganzen Menge. Aber als sie ihn umzingeln, springt er direkt ins Meer. Ein kleines Flugzeug wird am Himmel gesehen. Darin sitzen seine Freunde. Sie nehmen Taylor an Bord und fliegen ihn erfolgreich an die Küste. Einige Zeit später wird im chinesischen Ozeaninstitut ein neuer, superstarker, atmosphärischer Taucheranzug getestet. Er sieht aus wie ein echtes Exoskelett. Die Forscher können es kaum erwarten, ihn unter Wasser zu testen. Taylor und seine Freunde kommen auch im Institut an. Eine Mitarbeiterin, Hillary Driscoll, betritt die Bühne. Die Frau stellt den Direktor des Instituts, Qiuming Cheng, dem Publikum vor. Der Mann zeigt den Zuschauern einen riesigen Megalodon namens Haiki. Eigentlich haben die Amerikaner ihm einen anderen Namen gegeben, Meg. Qiuming erzählt den Zuschauern von der Technologie, die es den Tauchern ermöglicht, die Thermokline zu durchdringen und bis zu 6000 Metern zu tauchen, um die Welt, in der Haiki lebt, besser zu studieren. Das Publikum ist begeistert und bereit, die nächste Forschung zu unterstützen. Die Gäste lassen Fotos von sich und Taylor machen, weil er einmal gegen einen echten Megalodon gekämpft hat und am Leben geblieben ist. Wir erfahren, dass die Tochter unseres Helden, Mei Ying, immer an seiner Seite ist. Es stellt sich heraus, dass Qiuming ihr leiblicher Onkel ist. Die junge Frau bittet ihren Vater, sie mit zum Forschungszentrum Manor One zu nehmen und mit seinem Team in 8000 Meter Tiefe zu tauchen. Taylor verbietet ihr das, da es zu gefährlich ist. In der Zwischenzeit taucht Qiuming zu Haiki ins Wasser, um seinen neuen Taucheranzug zu testen. Taylor bittet ihn, keine Dummheiten zu machen. Qiuming ist überzeugt, dass er eine besondere Beziehung zu Haiki hat, weil er sie seit vielen Jahren trainiert. Doch der riesige Hai verschlingt ihn fast. Unsere Protagonisten begeben sich zum Zentrum Manor One und überprüfen die Ausrüstung. Gruppen von drei Personen steigen in die Tauchkapsel, um in die Tiefe abzutauchen. Taylor steuert eine Tauchkapsel und Qiuming die andere. Den Wissenschaftlern fällt auf, dass Taylors Kapsel mehr Sauerstoff verbraucht, als es eigentlich sollte. In diesem Moment kommt die unglückliche Mei Ying aus der Luke. Es stellt sich heraus, dass die junge Frau sich in die Tauchkapsel ihres Vaters geschlichen hat. Taylor ist darüber sehr unglücklich und will zurückgehen. Aber in diesem Moment taucht Meg bei ihnen auf. Sie ist irgendwie in den offenen Ozean entkommen. Die Tauchkapseln werden schneller und tauchen tiefer, um eine Kollision mit dem Riesenhai zu verhindern. Das Team muss die Sprungschicht schnell durchqueren, denn Meg wird sie dahinter nicht mehr erreichen können. Sie aktivieren den Raubtierschutzmodus der Tauchkapsel und der Tauchgang verläuft gut. Taylor und Qiuming stellen fest, dass sie etwas vom Kurs abgekommen sind, wollen aber ihre Erkundung fortsetzen. Die Männer entdecken tief unten eine geheimnisvolle Station am Meeresboden. Sie ähnelt einem Schiff und sie untersuchen sie neugierig. Bald darauf taucht ein neues Problem auf. Eine Menge Haie tauchen im Ozean auf. Es scheint, als würde sie jemand hierher locken. Ihre Geräte entdecken ein U-Boot in der Nähe. Das ist Montes, einer der Mitarbeiter der Meeresbodenstation, die in der Gegend patrouilliert. Er bemerkt die ungebetenen Gäste und beschließt, diesen Abschnitt zu sprengen. Dafür opfert Montes sogar einige seiner Taucher. Eine Explosion ist zu hören und es kommt zu einem Erdrutsch. Taylor und Qiuming versuchen verzweifelt, sich durch die riesigen Klippenfragmente zu manövrieren. Aber schließlich werden die Tauchkapseln von den Trümmern eingeschlossen. Montes U-Boot wird von Meg angegriffen und auch er wird eingeklemmt. Der Tauchgang unserer Helden wird von den Forschern Meg, Jazz und DJ überwacht. Sie sehen, dass sich durch die Explosion ein riesiges Loch in der Thermokline gebildet hat. Und sie verlieren den Kontakt zu den Tauchkapseln. Sie müssen ein Rettungsschiff losschicken, aber es stellt sich heraus, dass es nicht einsatzfähig ist. Es scheint, als gäbe es einen Maulwurf auf Manor One, der versucht, ihre Arbeit zu behindern. Jetzt müssen sich die Taucher selbst retten. Taylor und seine Teammitglieder kommen wieder zu Bewusstsein. Ihnen geht der Sauerstoff aus. Das Team kontaktiert die Einsatzleitung und erfährt, dass niemand sie retten kann. Daraufhin beschließt Taylor, dass sie die Tauchanzüge anziehen und 3 Kilometer zu Fuß zur Tiefseestation laufen sollen. Die Teammitglieder legen ihre Tauchausrüstung an, führen eine Notevakuierung durch und verlassen die Tauchkapsel.
Einige Minuten später trifft Taylor auf das Team von Xiaoming. Sie haben überlebt und beschlossen, ebenfalls zu Fuß zu gehen. Das Wichtigste ist jetzt, ruhig zu atmen, um genug Sauerstoff für alle zu haben. Trotz ihrer Angst ist Mei Ying aufgeregt, die unglaubliche Wasserwelt zu erkunden. Plötzlich beginnt ein großer Krake, einen der Taucher zu erwürgen. Zum Glück gelingt es ihnen, das arme Ding zu retten. Die Protagonisten machen weiter, aber bald verlieren sie ein Teammitglied. Den Leuten von Manor One wird klar, dass sie den Maulwurf schnellstens finden müssen. Allerdings hat jemand alle Aufnahmen der Überwachungskameras gelöscht. Jetzt ist nicht klar, wie sie den Verräter finden können. Währenddessen kontaktiert Montes seinen Chef. Es ist genau diese Driscoll, die im Ozeanik-Institut arbeitet. Aus ihren Gesprächen geht hervor, dass sie illegale Aktivitäten durchführen und alle Zeugen loswerden wollen. Die Taucher müssen noch 1 Kilometer laufen. Ihnen ist klar, dass einige von ihnen nicht genug Sauerstoff haben werden. Als sie 400 Meter von der Station entfernt sind, bemerken ihre Sensoren eine Bewegung. Das ist ein Schwarm von Meeresräubern. Sie fangen an, auf sie zu schießen. Und die Räuber versuchen, sich mit ihren scharfen Zähnen durch ihre Tauchanzüge zu beißen. Schon bald tauchen riesige Haie auf, die sich mit Leichtigkeit durch die Metallstützen beißen. Und die Taucher jagen. Leider überleben nicht alle. Nur Taylor, Xiaoming, Mei Ying und Rigas überleben. Sie erreichen die Station und schließen die Tür hinter sich. Endlich können sie die schweren Taucheranzüge ablegen. Nachdem sie sich bewaffnet haben, untersuchen sie die seltsame Struktur und finden funktionierende Computer. Das Team findet heraus, dass die Besitzer dieser Station illegal und sehr wertvolle Metalle abbauen und dafür die Technologien des Instituts nutzen. Deshalb wollen sie sie loswerden. Taylor und seine Teamkollegen machen sich auf den Weg zu dem Raum mit den Rettungskapseln. In diesem Moment kontaktiert Jess die Taucher. Es stellt sich heraus, dass sie die Verräterin ist und heimlich für Driscoll gearbeitet hat. Jess flutet die Notausstiegskapseln. Der Maulwurf verspricht, Rigas und Mei Ying zu verschonen, wenn sie Taylor loswerden. Sie weigern sich jedoch. Dann kontaktiert Driscoll das Team. Die Frau sagt, dass sie Milliarden verdient und niemals ein so profitables Geschäft aufgeben wird. Jess beginnt das Abteil mit den Tauchern zu fluten. Die Tür wird geschlossen und das Team sitzt in der Falle. Taylor entkommt in einer der Kapseln und schwimmt zur Schalltafel, wobei es ihm gelingt, die Meeresräuber abzuschießen und abzuwehren. Bald verliert er wegen Sauerstoffmangels das Bewusstsein. Montes findet ihn und versucht, ihn loszuwerden. Aber Taylor kommt wieder zu sich und wirft den Wilderer mit aller Kraft ab, die er hat. Es folgt ein heftiger Kampf, in dessen Folge Taylor den Schurken K.O. schlägt und den Wasserfluss in das Abteil stoppt. Er kehrt zu seinem Team zurück und sieht, dass sie alle noch leben. Er hat es noch rechtzeitig geschafft. Die Taucher beschließen, in Montes U-Boot an die Oberfläche zu schwimmen. Das Problem ist, dass es keinen Raubtierschutz hat, was bedeutet, dass Megalodons es durchbeißen können. Tatsächlich tauchen auch bald riesige Haie in ihrer Nähe auf. Trotz der Raubtiere schaffen es unsere Helden, durch das Loch in der Sprungschicht wieder aufzutauchen. Auch Montes selbst taucht mit einem leistungsstarken Tauchanzug wieder auf. Ein Aufräumtrupp macht sich auf den Weg nach Manor One. Driscoll beschließt, alle Zeugen zu beseitigen. In der Zwischenzeit studiert Mac die Aufzeichnungen aus der Backup-Datenbank und erfährt, dass Jess die Verräterin ist. Er und DJ schaffen es, den Maulwurf mit einem Taser außer Gefecht zu setzen. Zu diesem Zeitpunkt nähert sich das U-Boot mit Taylor und den anderen Teammitgliedern der Station. Sie sehen den Aufräumtrupp und kommen ihren Freunden zu Hilfe. Eigentlich ist DJ ein erfahrener Kämpfer und er kommt ganz gut alleine zurecht. Aber die Mitglieder der Aufräumtruppe sind bewaffnet, was bedeutet, dass Fäuste allein hier nicht helfen werden. Sie sind gezwungen, von der Station direkt ins Meer zu springen und sich dann unter den Kahn zu verstecken. DJ hat ein Überlebenspaket mit Waffen, aber der Aufräumtrupp schafft es, die Männer zu fangen. Sie werden zu Driscoll gebracht, aber Taylor und Xiaoming sind auf dem Weg, die Männer zu retten. Sie kümmern sich um die Aufräumarbeiten und schließen sich mit ihren Freunden zusammen. Montes geht an Bord. Es stellt sich heraus, dass er und Jess ein Paar sind. Der Mann warnt seine Freundin, dass Taylor bereits bei Manor One ist. Drei riesige Megalodons schwimmen im Ozean. Es sieht so aus, als wären sie aus dem Loch in der Thermokline entkommen. Jess ist überzeugt, dass das Schutzglas dem Angriff dieser Raubtiere standhalten wird. Doch sie irrt sich. Montes gelingt die Flucht. In der Zwischenzeit beschließen unsere Helden, Manor One zu verlassen und mit einem normalen Boot zur Küste zu fahren. Das ist eine verrückte Idee, aber haben sie noch andere Möglichkeiten? Natürlich taucht bald ein riesiger Megalodon in der Nähe des Bootes auf. Zu allem Überfluss beginnt ein anderer Aufräumtrupp, sie zu verfolgen. Sie werfen den Motor an und erregen zu viel Aufmerksamkeit.
Was dann passiert, ist ganz klar. Sie werden zur Mahlzeit eines heiß. Montes kontaktiert Driscoll und erzählt ihr die schlechte Nachricht. Die Frau befiehlt ihm, Taylor und sein Team um jeden Preis auszuschalten. Das Team startet den Motor und eilt zum Ufer. Taylor baut eine Waffe zusammen, um die Megalodons abzuwehren. Das Problem ist, dass sich in ihrer Nähe eine Touristeninsel befindet, auf der viele Menschen sind. Sie haben Spaß und amüsieren sich, ohne zu merken, dass sie in großer Gefahr sind. Zwei Hubschrauber landen auf der Insel. In ihnen sitzen Montes und Driscoll mit ihren Leuten. Sie schalten den Uplink des Handys aus und suchen nach Taylor. Aber statt ihm finden sie echte Seeungeheuer mit Pfoten. Es scheint, als wären sie aus dem Loch in der Thermokline entkommen. Bald wird Driscoll zur Mahlzeit für ein paar solcher Kreaturen. Nun, das hat sie sich auch redlich verdient. Taylor eilt mit seinem Team auf die Insel, um die Menschen zu retten. Sie schreien die Touristen an, sofort aus dem Wasser zu kommen. Schüsse sind zu hören. Panik breitet sich unter den Touristen aus. Taylor bittet Mei-Ying, sich im Rettungsschwimmerturm zu verstecken. Megalodons schwimmen auf die Insel zu. Alle Touristen, die sich im Wasser befinden, werden sofort zu ihrer Beute. Taylor steigt auf einen Jetski und versucht, die Haie abzulenken, damit sie weiter von der Insel wegschwimmen können. Jiuming und Mac gehen zum Lagerhaus, um Sprengstoff zu holen, aber sie werden von dem Aufräumtrupp gefangen genommen. DJ und Regas treffen auf der Insel auf Seeungeheuer und verstecken sich vor ihnen im selben Lagerhaus. Natürlich werden auch sie gefangen genommen, aber nicht für lange. Unsere Jungs drücken auf den Knopf zum Öffnen der Nottür und sofort krabbeln zahnartige Kreaturen heraus. Jiuming und die anderen Teammitglieder schaffen es zu entkommen. Kurz darauf ist eine Explosion in der Lagerhalle zu hören. Währenddessen versucht Taylor, die Haie mit seiner behelfsmäßigen Waffe in die Luft zu jagen. Sie sind jedoch zu groß. Er wechselt zu einer Harpune. Sie funktioniert in Kombination mit dem Sprengstoff. Ein Raubtier ist besiegt. Jiuming und Mac nähern sich dem Hubschrauber. Doch um ihn herum treiben sich hungrige Kreaturen herum. Jiuming ist gezwungen, sie mit einer Schaufel abzuwehren. Danach gelingt es ihm, den Tank des Hubschraubers zu füllen, die Monster mit Benzin zu bespritzen und in die Kabine zu springen. Dort stellt er schnell einen Sprengstoff her. Ein Motorboot mit Montes und seinen Leuten taucht in der Nähe von Taylor auf. Der Mann versucht, unsere Hauptfigur loszuwerden. Mei-Ying eilt herbei, um einen Touristen zu retten. Und Jiuming versucht seinerseits, sie zu retten. Taylor springt vom Jetski und kämpft gegen einen der Haie. Dann versteckt er sich vor dem verrückten Monster unter der Brücke. Er verletzt den Schurken und wird bald auch eine Mahlzeit für die Megalodons. Jiuming springt mit einem Sprengsatz in der Hand aus dem Hubschrauber. Er landet und der Hubschrauber stürzt durch den Schlag einer der Kreaturen ab. Der Mann rettet Mei-Ying, doch er selbst wird von einem Seeungeheuer gepackt. Aber Jiuming hat eine Bombe, deshalb springt er das Ungeheuer in die Luft und schwimmt an die Oberfläche. Der Mann eilt Mac zu Hilfe, der sich in dem abgestürzten Hubschrauber befindet. In der Zwischenzeit lenkt Taylor einen weiteren Megalodon ab und besiegt ihn dann erfolgreich mit der riesigen Harpune. Es ist nur noch ein weiterer Hai übrig. Es ist Haiki. Jiuming behauptet, dass er gehorsam ist. Und er hat recht. Der Hai tut ihm wirklich nichts an. Währenddessen kämpfen die Menschen auf der Insel erfolgreich gegen die Seeungeheuer. Bald, endlich, treffen die Rettungshubschrauber ein. Unsere Protagonisten lachen und seufzen vor Erleichterung. Das ist ein Sieg.